Hallo. Hallo. Und verkauft ihr auch? Ja, aber ist nicht eingezeigt. Ich weiß nicht, ich habe also kurz vor Torgeschützt. Ah. Hat sie sich angemeldet oder was? Was haben die beiden gesagt? Letzte Woche kam gestern. Genau. Zwei haben sich noch irgendwie mündlich nachgemeldet. Die Janka hatte sich auch angemeldet, ja. Aber irgendwie. Ist da was für dich dabei? Nee. Ja? Mich auch nicht, leider. Ne? Was ist das für Donald, Goofy? Das ist ja cool. Walt Disney, Bully. 88. Und Funko Anhänger. Kam jemand vorbei? Oh, da haben wir einen Zettel, haben wir aber ein Foto machen. Was kosten die denn? 2 Euro. Ich fand die cool. Die sind so Anfang der 90er. 88. Ja, genau, aber wir haben sie Anfang der 90er. Und zwar hatte IKEA eine Aktion, wenn man ein Kindermenü, ich weiß nicht, wie es damals hieß, ja. Unsere älteste Tochter hat die ab und zu mal gekauft. Und da gab es eine Bulli-Figur dazu. Ja. Da sind die her. So alt, also im Prinzip alt. Standen im Regal damals, also so doll gespielt sind sie nicht. Hast du die auch, Ariel? Ja. Das sind 5. 1 Euro pro Stück würden sie nicht machen, wenn nee, ich alle... Das nee, das mache ich nicht. Nee. Also zum Teil werden Bulli-Figuren für 6,99 und sowas alles. Mhm. Also wie viel sind das denn? 10? Nee, 5. Nee, 1, 2, 3, 4, 5. Das wären 10. Machen wir 8. Ist ein bisschen Rabatt. Wir sind ja auf dem Flohmarkt. 9. Machen wir 9. Ist das in Ordnung für dich? Ja, ja, ist das okay für mich. Der gehört auch noch. Ist das von Lucky Luke? Bulliland? Oh, das weil es auch Bulliland ist. Ja. Ich guck mal, kleine. Oder den dabei. Möchte ich den dabei haben? Das wird mal wieder auf 10 aufrunden von mir aus. Den dabei oder meinst du was? Ja, ich weiß es nicht. Ja, wenn sie das Pferd mitnehmen, dann ist es ein 10. Okay, dann machen wir das so. Ja, ist einfach so. Ist einfacher, ja. Dankeschön. Alles klar, danke auch. Ebenso, ciao. Tschüss. Hi, hello und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit den Retro Monkeys. Mit dabei heute Serge und meiner einer Tomek. Erste Deal des Tages heute eine kleine Disney-Familie. Und zwar haben wir hier Ariel, Hersteller Bully, 1988. Ein Pferd, einmal Dagobert in Groß und einmal Baby Mickey. Und ich kann hier mit Donald Duck dienen. Und den coolen Goofy, also den finde ich richtig cool. Der hat eine Sonnenbrille, eine Cap auf und hat hinten Be Cool draufstehen. Oh, also draufstehen. Richtig cool, richtig alt, richtig Retro-Vintage-Stuff. Bezahlt haben wir 10 Euro und das Ganze werden wir so für 30 Euro anbieten, was dann auch letztendlich eigentlich auch günstig wäre. Hallo. Hi. Hi. Das war jetzt nicht so billig, aber ja, egal. Aber zumindest alt. Besteck und was weiß ich, aber für Spülbürsten oder universell, die gab es noch bei IKEA. Können Sie alles mitmachen. Teich? Ja, das ist Edelstahl. Also das sind so Universell-Dinger für. Manche machen auch Lampen rein, habe ich auch schon gesehen. 6 Puzzle-Games. Weiß ich nicht. Für 1 Euro. Okay. Oh, ich bin mal besser. Der alte Landwirtschaftssimulator. Ich hab jetzt schon Kopfschmerzen. 15. 15? Ich weiß gar nicht, was das ist, weißt du? Ich bin nicht im Thema. Ich auch nicht. Zombies im Space Land. Collector's Edition. Ja, aber trotzdem ist der Witz, das ist ja so schön. Gibt's auch 23 schon? Stimmt, ne? Das ist ja schon 2019, ja, wahrscheinlich. Wäre so ein bisschen einfach.
Überleg es dir. Würden Sie auch einen Zehner machen? Jo, danke schön. Alte Fußballalben, Fußballbilder, sowas haben wir nicht. Nochmal, man kann nicht. Ja, ja, da kann man nicht sagen. Nee, nee, nee. Das stimmt schon. Was hast du? Ja, komm, mach mal 12. Nimm mich mal mit. Du darfst laufen. Nein. Ich hab mich gerade mal hingesetzt. Hallo, hör auf den Zähler. Bei diesem Stand konnten wir einen Landwirtschaftssimulator 2019 kaufen. Das Ganze ist sogar noch sealed. Wir haben mal geschaut, der günstigste Preis bei eBay ist aktuell 40 Euro. Und wenn wir dafür so 30 Euro aufrufen, kann ich mir vorstellen, dass das auch relativ schnell weg ist. Bist du schon mal Trecker gefahren? Nee, noch nie. Du? Nee, ich kann auch, glaube ich, keinen Trecker fahren. Aber du wärst so ein typischer Treckerfahrer. Bestimmt. Hier, welches Fahrzeug denn? Das ist für alle. Das ist, ja? Keine Ahnung. Aber es ist vom Bosch. Audi, Porsche, Volkswagen. Ja, passt doch. Ja. Aber ist nur hinten. Ist nur hinten, ja. Und die hier ist das. Eins, blau. Marabu. Was ist mit dem? Wofür? Nee. Wofür? Wofür denn? Was für ein Film? Für ein Film. Wieso? Jägermeister Schotz. Hier, das meinst du, wa? Ja, ja, aber. Also. Noch ein Jägermeister. Hello. Hello. Was sind die denn hier? Mhm. Da ist noch einer. Das ist Golf 5, ne? Mhm, das ist Golf 6. Was kostet so ein Buch? Bitte? Was kostet so ein Buch? 20. Boah, das ist ein bisschen viel für mich. Was willst du denn ausgeben? Also 30 kostet eine neue. Ja? Du schraubst sowieso nicht. Ja, naja, ist auch recht. Aber schlecht sind die Bücher nicht. Nee, das stimmt. Also gerade mal, wenn du so irgendwie an der Verkleidung ran musst, da steht drauf, wie das halt. Dann gibt dann sowieso ab. Ja, oder ich verbastel das aus Versehen. Hi. Gut. Na? Ja? Auch mal gucken? Ja, klar. Hallo. Moin. Ja? Alles klar? Ewig nicht gesehen, oder? Noch nicht genug? Doch wieder ja kalt. Doch. Aber es passt immer noch was, ne? Hi. Moin. Boah, das Motorrad. Ist das nicht was für dich? Das sind irgendwie so Herzschmerzgeschichten. Naja, fange ich immer zu weinen. Die sind, glaube ich, mit Happy End. Mit Happy End? Nö, dann ist doch toll. Ja. Yeah. Oh. Da weinen sie sich mit dem Schlaf. So, ist gut. Ich weiß nicht, habt ihr Lust auf eins oder mehrere? Also, ich glaube, wenn ihr mehrere nehmt, dann würde ich einen Rabatt machen. Ja, und wie viel wäre das? Pro Taschenbuch 1 Euro. Ja, so hast du gehört. Ja, ja. Kamera. Wenn du ein paar nimmst, dann sagen wir. Ich hab durch eine ältere, ne? Hattest du dir nicht mal fotografiert den Zettel? Was? Ich sag, das ist ja ein Brocken. Das ist voll der Klopper. Hast du gemacht, ja? Ach, das ist für die großen Dinger, ne? Ja. Boah, die Filme sind da immer so teuer. Ja, ne? Was soll das Gerät behalten? Was soll das Gerät kosten? 8 Euro. Ja, dann guck mal das Batteriefach an und dann. Vielleicht kann ich mich ja begeistern. Oh, sind aber viele. Really? Ja? Was soll denn ein Spiel kosten? 2 Euro. So ältere Sachen haben sie nicht mehr, ne? Also noch älter als PS3, Game Boy oder Nintendo oder sowas? Also wir haben hier Nintendo, aber auch nicht wirklich alt. Ja.
Also ich sag mal so, also Uncharted ist für mich schon so... Ja, ist schon alt. Aber ich weiß nicht, was für dich alt ist. Also. Nintendo, Gameboy oder sowas. Ach so, Gameboy. Nee, leider nicht. So, was haben wir hier? Elder Scrolls, Evil. Hier hinten ist Skyrim. Hm. Was ist das? Flatout. Und hier auch nochmal irgendwas? Das ist hier einmal eine Amateur-CD. Achso, da sind aber noch mehr. Achso, und so ein, kleines Häppchen, genau, wo noch Bilder drin sind. Ja. Wie teuer soll die sein? Dass man vielleicht ein Gesamtpaket machen kann. Ja. Hier 8, hier 8. Boah, ist das warm. Mein ist Angebot. Taylor Swift? Das ist hier? Doch eher was. Ja. Das ist doch was. Für was? Für mich? Oder? Ja, ja, fürs Auto. Ach so. Ja. Das ist nur jetzt ein Vorschlag. Dafür 10? 15. Ja, machen wir so. Cool. Ja. Das freut mich. Ach so, kriegt ihr das so mit? Hannah Montana. Ich hab. Jetzt kriegen wir hin. Achso, ja, okay, ihr habt. Ihr seid. Wir sind bei 15. Wie teuer soll denn Teller sein? 2 Euro. Machen wir auch. Ja? Ja. Dann sind wir bei 17. Ja. Ein paar Karten. Also da habe ich überhaupt keinen Plan. Also hier, das sieht doch romantisch aus für dich. Das ist Harry Styles. Harry Styles Skin. Oh, Måneskin. Nehmen wir die dazu? Geht das irgendwie? Nee, wir sind jetzt bei 17. Dann also dadurch, dass sie ein bisschen... Ja, dann gucken wir mal, dass wir auf 20 kommen irgendwie, dass okay, wir das mitnehmen. Wo sind wir jetzt? Bei 17 und... Also dadurch, dass sie ein bisschen neuer ist, 3 Euro. Ja, dann machen wir so. Dann, dann sind wir bei 20. Okay. Außer ihr findet noch was Cooles, also wie gesagt... Hier sind ja nur coole Sachen, oder? Echt jetzt? Also. Nein, das war jetzt. Okay. Manche Sachen interessieren mich jetzt nicht, aber. Ich gebe dir schon mal die 20. Ja, super, ja, mach das. Nur ja. Jetzt fällt. Nee, das passt doch. Ja, nee. Das passt so. Was ist hier unten? Pippi Langstrumpf und Heidi. Das ist so Pippi Langstrumpf. Mm-mm. Nee, willst du nicht. Okay, dann soll es das gewesen sein. Okay, super. Vielen lieben Dank. Ja, oh, nicht runterfallen. Wie teuer ist ein Basketball denn noch? Bitte? Wie teuer soll ein Basketball sein? 2 Euro. Ist platt, aber an sich. Machen wir 2 für 3. Bitte? Machen wir die beiden für 3. Bei diesem Stand konnten wir ein paar Dinge zusammenbundeln. Ich fange mal an mit den Spielen. Wir haben hier einmal The Last of Us für die PS3. Was mir zu Hause aufgefallen ist, das Ding ist auf Chinesisch. Ich habe noch nie ein chinesisches PlayStation 3 Spiel gehabt. Also man kann es Gott sei Dank auch noch auf Englisch spielen. Aber hier kann man es sehen. Hier ist noch die chinesische Schrift. Und hinten genauso ist mir nicht aufgefallen. War jetzt umgerechnet 2 Euro pro Titel. Ist dann okay. Wie gesagt, The Last of Us, sehr geiles Spiel. Dann Flatout 2 für die PS2. The Evil Within für die PS4. Und einmal Skate 3 für die PS3. Das waren jetzt die Spiele. Die bringen ungefähr alle so im Schnitt zwischen 8 und 10 Euro ungefähr. Weiter geht's mit der Instax 210 von Fujifilm. Und das ist eine Sofortbildkamera, die mal so ein bisschen größer ist. Also sieht nicht unbedingt aus, als wenn es wirklich eine Kamera ist, sondern vielleicht irgendwie, ist das ein Spielzeug oder sowas? Nein, ist eine wirklich funktionierende Sofortbildkamera. Mit dabei ist noch eine Kassette, ist uns vor Ort nicht aufgefallen, mit 10 Bildern. Eins hat der liebe Serge gemacht, um zu gucken, ob die Kamera auch funktioniert. Und wie man sieht, funktioniert sie auch. So in den Zustand, wie sie jetzt ist, wird sie im Verkauf dann ungefähr 80 Euro bringen. Was darf im Alltag nicht fehlen oder was sollte da nicht fehlen? Ein bisschen Sport. Und um da tätig werden zu können, ich bin so ein richtig guter Basketballspieler mit meiner Größe, 1,52 Meter, haben wir einen Spalding NBA Basketball der Größe 7, ein Leder-Kompositmaterial, der kostet neu 60 Euro und wir visieren so ungefähr mal die Hälfte an. Gerne, können wir probieren. Probieren wir die Hälfte, schauen wir, was daraus wird. Aber es war ja nicht nur ein Ball, glaube ich, oder? Genau, wir haben hier einen Ball von Eintracht Braunschweig Basketball. Und der ist auch in der Größe 7. Zudem haben wir leider online gar nichts gefunden. Wir wissen gar nicht, ob das
vielleicht sogar irgendwie von der Mannschaft ein Trainingsball ist oder ob er irgendwann mal im Fanshop erhältlich war. Wir schätzen mal, dass der dann auch so ungefähr 15 bis 20 Euro bringt. Ich sage 50 Euro. Dankeschön. Musst du jetzt die ganze Zeit fahren? Ja. Oh oh. Rede, Hauptsache du freust. Hat er es verdient? Bisschen. Hat er es verdient? Mitnehmen. Muss er richtig kriegen? Aber er auch. Nee, ich bin immer lieb. Aua. Das, der muss heute schon bestimmt ein paar Mal herhalten, die Gerte da, ne? Ja. Zeig mal. Zeig ich mal. Nein! Das ist eigentlich ganz cool. Was wir haben? Aber wofür? Ja, wofür? Damit ich dir ja, ja, eben, damit, ne? Überlass mal den nächsten. Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Moin. Moin. Da bin ich. Und jetzt? Jetzt bist du hier und dann? Ja, dann mal schauen. Ich bin ein guter Dinge. Sie waren schon mal hier, ja? Nein. Nein? Nein. Ach so, okay. Komme ich Ihnen bekannt vor? Nee, weil hier waren schon so viele, aber jetzt habe ich das so verstanden. Jetzt komme ich wieder. Ach, der macht, macht jeden Morgen so blöde... Ach, immer einen floten Spruch auf der Lippe. Er macht Sprüche. Ja. Nee, kann ich mir auch nicht mehr merken. Ach, müde Dame, Mensch, ärgere ich nicht. Wow. Schubidu, Schubidu. Da möchte eine. Boah, die wird aber schwer. Die ist auch schwer. Aber wir sind nicht so weit, ne? Nee, das stimmt, wir sind nicht so weit entfernt. Wie teuer soll denn die Nähmaschine sein? Die steht jetzt für 90 Euro und ich würde sie jetzt für 50 verkaufen. Ja. Mhm. 90 Euro werden die gehandelt. Guck mal, so mit Anleitung, Garantie. Alles noch da drin, ja. Funktioniert auch. Ich habe auch vor zwei oder drei Jahren noch Tischdecke genäht damit. Also. Aber ich will sie. Muss ja nicht sofort nein, sagen. Ich sagen. Hm. Wir packen nicht mit so weit Fahrrad. Weg. Ja. Nee, alles gut. Mhm. Sonst kommen sie wieder. Ja, ja, klar. Der Tag ist noch lang. Ja, genau. Massageliege. Eigentlich auch cool. Weiße Hirsch. Du bist auch so ein weißer Hirsch. Ich koche für mich allein. Ah, überall Sonne. Boah, die sehen so vergammelt aus. Ja. Ich muss trotzdem einmal kurz gucken. Boah, die sehen auch richtig alt aus. Lutsch mal dran. Nee. Okay. Möchtest du ein Radio? Nee. Ein Küchenschrank? Ja. Moin. Moin. Hunde unter Wasser. Warum sind die Hunde unter Wasser? Das weiß ich auch nicht. Welche Fotografien, die dann ganz komisch aussehen. Ja, das ist. Warum weiß ich auch nicht. Sieht man, ja. Pixel. Brauchst du ein Navi? Nee, ich hab Dings brauchst hier. Google Maps. Brauchst du was zu spielen? Was ist das? Ah, hier. Smart Glass. Vielen Dank. Dankeschön. Läuft die noch? Die läuft noch, ja. Ist vorhin noch mal geladen, ist auf Werkseinstellung jetzt zurückgesetzt. Das ist ihr Haus, ne? Genau, das ist eine Funkklingel, die bis 400 Meter Reichweite ist. Smartphone, Google Pixel 4. Ach, von Google, ja. Ist gut. Also für das würde ich noch 200 haben. Bei eBay so für 220, 230 noch welche.
Dann versuchen wir hier zu verkaufen. Ach, hier fehlt so ein Ding. So ein, ja, das war eine Krankheit bei den Kannst du auch für 2 oder 3 Euro bei eBay nachkaufen. Ich hatte irgendwo auch noch 2 Stück, aber die sind auch in der Tüte abgefallen. Finde ich jetzt auch nicht mehr wieder. Und Spiele dafür? Da, genau. Achso. Den Rest habe ich schon verkauft. Was soll das Gerät kosten? Für die wollte ich eigentlich noch 40 haben. Okay. Ich musste mir einen Preis sagen, vielleicht werden wir uns einig. 40 wäre mir zu viel. Was ist das? Weiß ich nicht genau. Irgendwie ein Spiel. 3 Euro für den. Was soll das denn hier sich kosten? Also für das Buch wollen wir 2 Euro nehmen und hierfür für die CD, welchen sind das? Das ist jetzt viel, ne? Ja. Google Pixel, wie viel ist das? 4a? Mhm. Für 2 würde ich es mitnehmen. Okay. Mal gucken. Guckst Kaffeemaschine? Tea Time. Die ist richtig gut. Boah, wenn ich das so sehe, habe ich auch Lust auf einen Tee. Sollst du den Tee kochen? Mhm. 1 Euro. Ach nee, das geht das andere. Nee, 1 Euro? Nee, Entschuldigung, da, ich hab's nur das gesehen. Das ist eine Kabeltrommel. Ist die Sonne nicht scheint. Auf Wege sperrt man sich. Na, die Sonne besperrt man sich. Ja, genau. Was soll denn das Gerät hier kosten? 15. Und der macht leckeren Tee. Das ist ja cool. Ganz witzig. Welches das kosten? Die Schreibmaschine. Sag mal. Ich auch nicht. Hier. Soll einfach nur ein Späßchen sein. Ja. Hier kannst du das immer reservieren, dass wir. Ich guck mal. Wenn sie dann aber nicht mal so rar sehen, dass er das Monat abnimmt. Nee. Ich finde, die sieht eigentlich so ganz cool aus. Gut. Der ist ja eigentlich kaum benutzt. Der ist nagelneu. Oder ist er kaum benutzt? Ich glaube, der ist kaum benutzt. Ah, ja, der ist unbenutzt. Okay. Der ist nagelneu. Den habe ich mal den Eltern geschenkt, aber ob sie den jemals ist nicht klar. Ich glaube, der wurde aber benutzt. Ja? Wurde benutzt? Ich kann es gerne nochmal aufmachen. Ansonsten immer nur alles eingepackt wieder und in den Keller gewandert. Haben die fast nie benutzt. Hier sogar das noch. Nee, der ist nagelneu. So, schauen wir mal. Bisschen eingestaubt. Ja. Da hinten auch noch mal. Ja. Also da hinten ist noch ein bisschen was. Da fahren wir da mal gucken. So, was meinst du? Also sie sieht wirklich unbenutzt aus. Ja? Dann machen wir das. Ist in Ordnung. Und für die ja, finde ich auch. Ich finde es auch schön, dass es mit der Verpackung ist. Wenn ich da nicht kann, mit wie viel 2? Boah, nee. 3. Überredet. Überredet. Ich weiß es auch nicht. Das Ding habe ich in irgendeiner Ecke gefunden. Das sind jetzt 15 und 3 macht 18. Ich weiß noch nicht mal, ob ich damit selber gespielt habe. Ja. Ich weiß nicht, ob wir diese. Die was? Die Münze? Welche Mütze? Komm mal her. Welche Mütze? Das Murano-Glas, ne? Das ist ein größer Ja. Machete. Kennst du den Film Machete? 100 Euro. Aber die ist stumpf. Egal, dann ist noch lustiger. Ja, ja. Das dauert länger, ne? Was soll die Mütze kosten? Sie weiß es nicht. Achso. Hallo.
Passt nicht rein, ne? Rucksack. Nee. Dann müssen wir es zurückbringen. Oder was hast du jetzt bezahlt? 1 Euro für die Mütze. Wo hab ich die jetzt hingetan? Habe ich die schon reingepackt? Ja, da. Ja, da konnte ich dann noch eine Kopfbedeckung finden. Ich meine, die Sonne war auch am Schein. Ich glaube, ich hatte trotzdem schon eine Mütze auf, aber egal. Die Mützen, ist besser. Die ist besser. Das ist jetzt eine Feldmütze oder auch Schiffchen genannt. Ich konnte es jetzt bisher leider nicht richtig gut zuordnen. Sie ist blau. Normalerweise sind militärische Ausrüstungsgegenstände gestempelt. Ich habe hier keinen Stempel finden können. Vorne ist ein Abzeichen vorhanden. Meine Recherche ergab, also sie hat Ähnlichkeit mit der Feldmütze M40, bin da aber dann auch irgendwo an die Grenze gestoßen. Das Band ist hier weiß. Ist alles irgendwie so, wo ich nicht weiterkomme. Wenn sich da jemand von euch auskennt, gerne unten reinschreiben, was das sein könnte oder was es genau ist. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich weiß nicht, ob man es mitgekriegt hat, aber er hat 1 Euro dafür bezahlt. Ach so, 1 Euro. Dann habe ich noch eine kleine Schreibmaschine finden können. Aus dem Bereich Blechspielzeug ist die. Und die müsste so aus N50er Jahre, möchte ich behaupten, stammen. Diese kleine Kinderschreibmaschine. Und die ist echt noch gut erhalten. Und die müsste so im Netz dann ungefähr 30 Euro bringen. Bezahlt haben wir für die Kinderschreibmaschine 3 Euro. Und jetzt kommen wir zu unserem Highlight des Tages. Wir haben hier eine Krups Tea Time Teemaschine. Hier steht der erste Teeautomat der Welt. Also das ist wirklich was richtig Cooles. Wir haben jetzt 15 Euro bezahlt. Im Netz wird dieser Teeautomat für 180 Euro verkauft. Und wir haben das Glück, dass unsere Maschine neuwertig ist. Also da sind keine bis wenig Gebrauchsspuren. Ja, na klar, es ist ein bisschen staubig, aber trotzdem in einem Top-Zustand. Wir haben die OVP dabei, also 180 Euro ist realistisch, wenn nicht sogar mehr. Also die werden teilweise auch höher gehandelt. Und ja, da haben wir uns sehr darüber gefreut. Da kann man sich seinen grünen Tee, seinen schwarzen Tee, was auch immer, ist mir auch letztendlich egal, was für Rooibos? Tee. Ja, Rooibos. Sehr, sehr geil. Dann machen wir das so. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und würden sagen, bis zum nächsten Mal. Wir machen uns noch einen Tee jetzt. Wir machen uns jetzt einen schönen Ingwertee und entspannen eine Runde. Und ihr abonniert den Channel, liked das Video und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Bis dahin, ciao.